Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von Planet Zoo. Wir sind hier gerade bei den Zwergflusspferden und ich dachte mir, wir fangen hier mal an. Und ja, ich habe mir schon überlegt, was wir heute machen werden. Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken. Ja, wir sind bei den Flamingos noch nicht fertig. Da müssen wir noch hin. Na, oh, der macht bestimmt gleich wieder einen Startschuss hier. Wir verschwinden vielleicht schon mal besser. Bevor es hier losgeht mit dem Propeller hinten. Ja, das klingt immer so ekelig, wenn die das machen, ne? So, hier war ja der Chippo verstorben. Wir können ja mal gerade schauen. Die Lady ist jetzt alleine hier. Oh, nee, andersrum. Chippo war ein Mädchen. Okay. Das habe ich wirklich nicht mehr im Kopf gehabt. Aber gut, wir könnten eine Dame kaufen vielleicht. Ja. Einen Weißschwanzgnu brauchen wir jetzt nicht. Wir holen einen Gepard. So, hier, genau. Was gibt es denn hier für uns? Wir haben hier eine Dame. Dann haben wir hier, oh, Fruchtbarkeit 100%. Oh, schaut mal an. Ein Albino-Weibchen. Ja, die sehen nicht besonders gut aus, aber wir können trotzdem eine holen. Von Calforden. Dankeschön, wir kaufen dich mal. Die müssen sich jetzt nicht vermehren. 2,2 Jahre alt, okay. Schön, dass man immer zum Schluss dahin guckt, wie alt die sind. Das ist natürlich ganz praktisch. So, dann schauen wir mal, wie die aussehen, weil neugierig bin ich ja schon. Wir gucken mal. Ja, jetzt gibt es auch die Fütterung. Du kommst da ja locker durch, sehr schön. Oh, falsche Taste. Hast du Hunger? Da wird aufgefüllt. So, Bunmi ist angekommen. Dann zeig mal her. Oh, lauf doch nicht so schnell. Immer dem Futter hinterher. Oh. Na, du siehst sehr interessant aus. Wow. Die ist ja hübsch, schaut mal. Die hat zwar hier immer noch solche Flecken. Aber minimal. Oh, 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 was habe ich denn da gesehen? Ich habe doch gerade... Da hat man doch jetzt das Gitter gesehen. Oh, Leute, was habt ihr getan? Oha. Sehr schade. Man sieht die... Die Mesh... Ah, okay. Nur warum sieht man das? Die reflektiert auch. Oha, Leute. Da müsst ihr wirklich nochmal gucken. Ist das bei ihr auch? Bei ihm auch? Nee, ich glaube nicht, ne? Nein. Gut, dann ist das so. Wir behalten sie trotzdem und holen uns halt kein weiteres Tier in Albino. Also keinen weiteren Albino-Gepard. Die Ecke hier ist schon echt hübsch. Mir gefällt das. Wir werden auch vielleicht bald mal die Blümchen dort setzen oder ich mache das alleine. Bis jetzt hatte ich noch keine Böcke dafür gehabt. Oh, schaut mal, wie schön ihr hier steht. Oh, schön. Ja. Ja, wir haben ja quasi die Hälfte schon ein bisschen aufgepeppt. Jetzt fehlt natürlich noch die andere Seite. Hier ist ja noch ein bisschen trist. Ja. Also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich noch keine Vorschläge bekommen, wie das hier hinten aussehen könnte. Also kann ich jetzt noch nicht gucken. Also ich kann jetzt noch nichts machen, weil ich es noch nicht weiß. Falls denn überhaupt irgendwer eine Idee hat, das ist ja alles auch kein Problem. Und ihr seid euch ein Paar, hm? Oh, schmusen. Ach, schön, schmusen. Ja, schön.
glaube, wir gehen woanders hin. Ja. Ach, guck mal, die laufen auch wunderbar hier drüber. Sehr schön. Gut, wir gucken mal wegen dem Gras. Beziehungsweise wegen dem Grünzeug. Naja, ich drücke mich heute wieder wunderprächtig aus. Lebensqualität, die brauchen bestimmt mehr Spielzeug. Wir haben ja einiges weggeräumt, genau. Und die Futterbeschäftigung ist auch ein bisschen mau. Okay. Ja, dann gucken wir mal nach den Steinchen, würde ich sagen. Mal die Baupläne weg. Die angeknutschten Steinchen rausholen hier. Dann gucken wir mal. Hier möchte ich das auch gerne, dass da noch Wasser drüber ist. Aber halt... vielleicht doch mit ein paar Felsen noch gespickt. Könnte man lassen. Okay, gefällt mir ganz gut. Könnten hier natürlich ein bisschen in die Höhe gehen oder so. Okay. Soll ich die noch ein Stück zurück machen? Ja, könnte man eigentlich. Aktivisten sind da, dann drücken wir doch mal Pause. Müssen uns jetzt hier nicht abhalten lassen. So. Oh, das sieht auch interessant aus. Na, weiß nicht. Jetzt nicht mehr so richtig. Vielleicht hier hin? Ja, das hat doch was. So. Und dann vielleicht... so? Oh, das müsste ein Stück höher. Genau, so sieht es besser aus. So gefällt mir das. Wir könnten hier die Tanne vielleicht auch wegmachen. Na gut, könnten wir uns aber auch noch überlegen. Ne, die müsste schon weg, glaube ich. Okay, dann verschieben wir die mal hier rüber einfach. Momentan passt das so. So, was haben wir hier? Das ist die irgendwas. Okay, gut. Prima. Dann stellen wir die irgendwas dorthin. Ja, das wirkt schon besser, ne? Sieht schon besser aus. So. Ja. Ich würde auch sagen, ich mache jetzt mal ein Speedbild draus. Also wir machen jetzt mit einem Speedbild weiter, will ich damit sagen. Dann können wir uns danach vielleicht noch um ein paar andere Dinge kümmern. Dann seht ihr halt nicht nur Steine verteilen. Also dann mal viel Spaß jetzt. Thank you.
Ich glaube, dass da ist jetzt erstmal fertig so. Also ich meine, könnte sein. Es ist sehr felsig. Es ist etwas abgeflachter. Die Biegung hier, da weiß ich noch nicht genau, ob ich die so lassen möchte. Und du stehst dort drauf. Das ist sehr schön. Ah, hier könnte mir noch ein bisschen was machen. Ja, ja, sehe ich jetzt erst. Aber macht ja nichts. Oh ja, das Riesending. Ja, so ein bisschen hier vielleicht. Oder hier. Ja. Okay, es ist vielleicht ein bisschen zu hoch. Nee, eigentlich nicht. Okay. Wäre nur doof, wenn die hier rüberfliegen. Aber ich glaube, das machen die nicht, oder? Wir können sie auch ein bisschen weiter rein noch schieben. Ja, wir machen das mal so. Gut. Dann drücken wir mal Play und alle werden zurückgesetzt. Auch gut. Ja, du kommst dort auch ran. Perfekt. Ach so, da fällt mir ein. Wir könnten ja mal den guten Delmar mal Money nennen. Money, der Staubsauger. Und stimmt, da hatte mir ja die Missy geschrieben oder gesagt, dass sie gerne eine Ärztin hier wäre. Oh ja, wunderbar, die Veterinärsforschung. Und da schauen wir mal. Wir holen natürlich eine sehr hochkarätige Auskennerin. Wir könnten die Euler nehmen. Ah, warte mal, ich glaube, ich muss hier gucken beim Mitarbeiter. Genau. Weil da kommt die Missy hier schön als Ärztin rein. Das halte ich für eine wunderprächtige Idee. Bei ihr auf dem Kanal könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Das ist der Kanal Missys Sims. So, hier haben wir die Erna. Die Erna hat ja hier schon schöne... Die ist bei den Ameisenbären. Und Kapuzineraffen. Wo sind die andere? Hier, Euler. Bei den westlichen Schimpansen und bei den Pandas und Chilidis. Ja, jetzt weiß ich nicht, wo sie lieber arbeitet, aber wir nehmen mal die Eule. Wir nehmen mal hier die Eule. Da kann sie bei den Pandas rein. Dann ist das die Missy. Okay, wir machen es ohne Smiley. Sehr schön. So, Missy, du bist jetzt hier Tierärztin. Perfekt. Gut, dann haben wir jetzt den Manni. Der hat nicht gesagt, dass er hier ein Tierpfleger sein will, aber ich mache ihn einfach dazu, weil er ist einfach der Staubsauger vom Dienst. Und so gehört sich das einfach. So. ja, also das Gehege ist jetzt momentan erstmal abgeschlossen. Falls mir noch was einfällt oder ihr noch eine Idee habt, weitere Pflanzen gehen halt eher schlecht. Ja, man könnte vielleicht noch probieren, eine Pflanze reinzutun, aber ich glaube, mehr wie 1-2 wird es hier nicht mehr geben. Wir machen mal die Dinger hier in den Boden. Na? Ein bisschen Bambus haben wir auch noch. Ja, vielleicht geht noch eine, ich weiß nicht. Könnten wir natürlich probieren, vielleicht die hier? Ah, die ist schon recht groß. Könnte nach hinten losgehen, ja. Nur wohin? Da? Gute Frage. Gucken wir mal, ob das geklappt hat. Upsala. Ja, das hat noch funktioniert. Vielleicht noch eine davon? Oh, das hat auch noch funktioniert. Das ist ja richtig gut. Vielleicht noch ein bisschen davon hier rüber? Noch eins? Das da muss höher. Definitiv. Upsala.
Naja, so geht's natürlich auch. Ah, sehr schön. Ja, wenn es geht, machen wir natürlich mehr rein, ne? So, geht es von der Höhe, ja? Oh, prima. Okay, hier schwimmst du wieder. Vielleicht können wir da auch noch ein Steinchen hinsetzen. Vielleicht den. Na? Mhm. Und jetzt wieder schwimmen. Ah ja, dann. Nee, da läufst du jetzt. Schön. Ja, so wollte ich das haben. Das ist ja wirklich sehr, sehr interessant so für die Tiere dann. Hier schwimmt vielleicht nicht so oft jemand lang. Ach, guck mal da. Doch, schön. Ich mag die Flamingos ja richtig gerne. Und nicht nur, weil das ja, schon so eins der Symbole ist, die für Sims 4, beziehungsweise die für Sims sprechen. Bin ich auch schon langjähriger Fan von dem Spiel. Mal, wie hübsch ihr einfach seid, ne? Okay, das hier ist jetzt halt so, ne? Das, ja. Das sieht man aber kaum, dass dort das Beton noch zu sehen ist. Oh, schönes Bildchen. Mal Screenshot machen. Hm. Mit der. Ja gut, das darf jetzt dann natürlich nicht so. Vielleicht so? Oh. Schön. Gut, Leute, was machen wir jetzt noch? Ich würde gerne Pflanzen aufstellen. Und zwar hier. Hinten. Genau. Das sieht ja noch ein bisschen nackelig aus, ne? Das ist nicht so schön. Was haben wir hier? Wie viel sind hier drin? Jede Menge. Eieiei. Ulala. Und was hast du hier? Ein Spinnenhut und ein Spinnenshirt. Und dann gehst du zum Goliath-Käfer. Ah ja, gut. Stimmt, was sind denn deine Gedanken? Ich bin total aufgeregt. Hm, wenigstens ist Toilettenblock 4 billig. Ja. Jeder sollte es sich leisten können, auf Toilette zu gehen. Das wäre sonst echt schlecht. Da hat jemand ziemlich Durst, okay. Hm. Ja, erfrischende Getränke, Gastinformationen. Da willst du noch hin? Und zu den Lamas. Na, da hast du ja noch einen kleinen Weg vor dir. Okay. Danke für die Spende. So, dann wollen wir mal ein bisschen Pflanzen hier reinmachen. Was haben wir denn hier hinten so gemacht? Die Dinger haben wir. Ja, kann man ja mal kopieren. Hm? Ah ja, okay. Das hier ist auch immer gut. Was macht denn das Ding hier? Das sehe ich ja jetzt erst. Was habe ich denn da gemacht? keine Ahnung, wie lange liegt denn der schon da? Ich bin echt blind. Der war vielleicht bei euch hier drin, ne? Ja, kann ja sein. Hm. Na sowas, das hier können wir uns aber auch mal kopieren. Ein VIP-Gast ist angekommen, na dann. VIP dich mal durch den Zoo. So. Vielleicht mal hier noch was hin. Wir haben ja Elefantengras, das könnten wir hier vielleicht auch noch mal nehmen. Vielleicht, weiß nicht, vielleicht so. Oh, das sieht auch gut aus, wenn das so tief in der Erde ist. Hm.
Interessant. So, wir gucken mal. Oh, von Blankenburg ist da. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Wo bist du? Gehst zu den Schildis. Ja, wer geht da nicht hin? Die sind echt sehr beliebt. Hier ist echt alles voll einfach. Oh lala. Der hier kleine Bibi. Oh, ich besuche mich selber. auch nicht schlecht. Ja. Das ist mein Avatar hier. Dann haben wir dann Fair Day ist wieder da. Ich sehe dich kaum, da bist du. Guten Tag. Dann Trüb. Oh je, Mini, das kann ich echt nicht aussprechen. Hallöchen. Und dann haben wir M. Porter Cole. Okay. Auch dir ein herzliches Hallöchen. Und Arminius ist auch wieder da. Guten Tag. So. Und wer war der VIP? Weiß ich nicht. Ach ja, die haben jetzt wieder Stress hier. Das verstehe ich natürlich. Ja. Na du? Die sehen so schön aus. Ach, bist du knuffig. Du bist echt süß. Na, bisschen fressi-fressi, ne? Mal Screech heute machen. Dann sind wir jetzt hier mal wieder weg. Davut heißt der. Na dann. War das jetzt nicht der? Ja, Tatsache. Tatsache. Na, schön schwimmen gehen hier, ne? Gut, dann gehen wir wieder hier rüber. So, weiter geht's. Ich mache mir das so. Oh, für die Mitte hier bräuchten wir auch noch was Schönes. Ah, müssen wir mal schauen, was wir da nehmen. Hier haben wir Blümchen noch da hinten. Die können wir auch nehmen. So. Aber vielleicht hier rein, genau. Könnte gut aussehen. Und nochmal drehen, bitte. Jawohl. Ja, es macht doch schon ein bisschen was aus wieder, ne? So, den Hügel hier runter kann man natürlich auch noch was machen. Von dem hier möchte ich eigentlich nicht so viel haben. Was so ein Klicks. Ah, das passt auch nicht da rein, ne, eigentlich. Holen wir mal das hier. Das ist auch sehr schön. Oh, das da sieht gleich aus. Ist mir zu symmetrisch. Mach mal so. Dum, dum, dum. Ist das noch? Ja, querbeet, schön verteilt. Hier fehlen natürlich auch noch ein paar Bäumchen oder Felsen oder sowas. Wir könnten natürlich auch hier Statuen aufstellen oder so Gebilde produzieren. Ja, aber ich glaube, jetzt machen wir das nicht. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich das machen sollte. Da ist jemand hungrig. Was haben wir hier noch? Nix. Okay. Gut, wir schauen mal, was wir in die Mitte stellen. Entweder ein Bäumchen, könnte ich mir vorstellen. Oder schönes Blümchen. Man könnte auch eine Dekoration suchen. Oh, schön. Moment. Das könnte echt was sein, aber vielleicht nicht so, dass der Ast so da durch so krass da reinhinkt. Mal vielleicht ein bisschen drehen.
Oh ja. Oh ja, das ist gut, oder? Gucken, wie es von weiter weg aussieht. Na, mach doch mal. Ja. Oh, das hat was. Da hat man hier einen schönen Schatten sogar. Oh, es wird ja langsam eine richtige Oase hier. Das gefällt mir. Blümchen? Ah, die holen wir schon recht oft eigentlich. Was haben wir hier? Ach ja, diese Wiesenwandtafel-Dinge. Brennnessel will ich hier, glaube ich, jetzt nicht drin haben. Brombeerstrauch, das ist der schöne. Haben wir noch ein Palmpelmchen. Aber passt auch nicht hier rein, ne? Moosfelsen eigentlich auch nicht. Haben wir Diamantblattbusch? Ne, Diamantblattweidenbusch, okay. Naja, der ist auch hübsch eigentlich. Hm, ne, lassen wir mal. So, ist das natürlich auch knuffelig. Gucken wir mal weiter. Gut, von hier kann man ruhig hier runter gucken. Das gefällt mir ganz gut. Da könnten wir das sogar noch ein Stück rüberschieben. Genau, und das auch. Weil freie Bahn mit Marzipan. Fadenholz-Eukalyptusbaum. Der könnte natürlich hier hinten auch gut aussehen. Na, stellen wir mal hin. Ja. Macht was her, würde ich sagen. Oh, hier haben wir noch diese süßen Dinger. Stimmt ja. Kann man auch schön überall hinstellen. Das Eichhörnchen. Und das da ist der Fuchs. Was ist das hier? Der Flaschenbaum. Boah, ist der hübsch. Der ist hübsch, aber der passt nicht hier rein, aber den müssen wir im Auge behalten. Oh, hier haben wir noch ein Häschen. Nein, ein Kaninchen. Kommt dann auch hier hin. Am besten gleich zwei, dann ist es nicht alleine. Vielleicht muss die Blume hier doch ein bisschen rüber. Oder hier hin? Ja. Ja, ja. Tun wir das hier mal kopieren. Vielleicht machen wir das ein bisschen dorthin. Ein bisschen dorthin. Ja, vielleicht noch hier und... Ja, irgendwie dorthin. Dann kommt jetzt noch die angepinselte Wiese, das lange Gras ein bisschen weg, das Brombeernüsch. Ein bisschen weniger. Genau. Und hier hinten eigentlich auch. Ja, sieht dann ein bisschen komisch aus, wenn das so da durchlugt. Hier kann es auch weg. Da kann es bleiben, würde ich sagen. Und hier können wir es hin tun. Also wieder aufstellen. Yes, so ein bisschen. Genau. So mag ich das, ist da auch noch so. Wo haben wir noch was? Da. Hier können wir es wieder hin tun. Ja. Na, 70 ist ein bisschen mickrig. Machen wir es mal so. So. Weiß nicht. Wir gucken mal, das hier könnte gehen. Ist ein schöner Kontrast dazu. Ja, doch, finde ich schon. Gar nicht schlecht, oder? Könnte natürlich hier noch sowas mit dazwischen setzen. Eine Runde drehen. So. Oh ja, das macht doch was.
Das macht doch hier was aus. Na, vielleicht die darüber. Oh nee, das ist zu fett. Da holen wir lieber das dort. So und so. Das und das. So, und die Weißen noch mal dazwischen. Und wieso? Und ja. Ja, genau. Würde ich auch sagen. Noch mal die dorthin. Können wir noch mal eine Runde drehen dorthin. Ja. Also das gefällt mir echt gut. So. Ich glaube, es wird bald regnen, oder? Ja, bewölkt. Es zieht sich schon zu hier. So. Und, nee, das war, glaube ich, zu nah. Wir könnten aber das nehmen. Oh, nee. Oder? Doch? Ja, nee. Ja, nee, nee, ja. Guck mal, die Kleinen hier noch. Schön. Ich mag das. Wo man die mal aufstellen können, hm? Das weiß ich auch noch nicht. Ja, gefällt mir echt gut hier. Hm. Haben wir noch die Kleine? So. So. Bisschen Farbwiederholung. Und hier... Na, weiß ich nicht. Vielleicht doch die. Okay, da kommt das Eichhörnchen aber ein Stück rüber, würde ich sagen. Oh, du nicht. Du bist nicht das Eichhörnchen. Du bist das Eichhörnchen. So. Und der Fuchs vielleicht auch nochmal ein Stück. Ja, mach mal so. Hier noch was hin, ne? Vielleicht eine von den Weißen? Also das Igelchen vielleicht? Cool. Ja, ich weiß, hier ist Müll. Wir holen jetzt auch mal einen Putzi-Futzi und stecken den dorthin. Wir bräuchten einen ohne Arbeitsbereich. Du bist im Sicherheitsbüro. Dean, dann komm mal her. Wir brauchen deine Hilfe. Oh, ist hier so viel los, Leute. Ja, da unten ist jetzt noch Karl und hier oben sieht es jetzt schön aus. Bitte aufräumen. Dankeschön. Hängt nur rum. Frisch vom Himmel gefallen. Ach, du bist ein Mädchen? Dann nennen wir dich doch einfach Lea. Ja, Leute, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch noch viel Spaß bei einem anderen Video und beim selber Spielen von Planet Zoo oder irgendeinem anderen schönen Spiel. Ich verabschiede mich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüssi!